Am vergangenen Freitag fand in Lützen an der Gustav-Adolf-Gedenkstätte eine Veranstaltung zum Baustart des neuen Museums Lützen 1632 statt. Musikalisch begleitet wird diese Veranstaltung mit Dudelsackklängen von der Grünen Brigade, einer historischen Kampfgruppe aus damaliger Zeit. Der Pfarrer Armin Brahe hielt zu Beginn der Veranstaltung eine kurze Begrüßungsrede sowie das Eröffnungsgebet. Aus eigenem Erleben als Soldaten, als betroffene Zivilisten immer weiter. Ebenso wurde auch ein Grußwort von Thomas Wünsch, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt erhalten. Wirklich herzliche Grüße aufrichten unser Wirtschaftsminister, Herr Armin Wingmann, der heute sehr Nach Verkündung einiger Grußworte in der Gustav-Adolf-Gedenkstätte ging es dann mit Dudelsackmusik und im Geleitschritt zum Spatenstich. Der symbolische Akt des Spatenstiches wurde von insgesamt 7 Teilnehmern durchgeführt. Unter anderem der Landrat, der Staatssekretär, Bürgermeister und so weiter. Das anschließende Salutschießen war ein historischer Akt, ist aber auch sehr aufs Gehör gegangen. Und hier entsteht das neue Museum Lützen 1632. Also mein Eindruck ist ein sehr, sehr positiver. Es ist hier eine wirklich gute Truppe, die ganz aktiv am Museumsneubau arbeitet, gestaltet, das schon seit mehreren Jahren. Amtierende Bürgermeister, neuer Bürgermeister Uwe Weiß. Der Landrat war da, es herrscht ein gutes Commitment hier vor Ort für dieses neue Museum und ich bin so ein bisschen auch dankbar, dass ich dabei sein durfte. Wir unterstützen das ja seitens des Landes aus Mitteln der regionalen Wirtschaftsförderung und ich denke, das ist ein gutes Projekt, noch mehr Gäste hier vor allem in die Region zu ziehen, noch mehr für unser Land zu werben, noch mehr für die Kultur auch zu tun und deswegen bin ich ganz, ganz positiv eingestimmt einerseits und positiv überrascht, wie gut die Stimmung hier ist. Okay, gut.
gut, danke. Gerne. Also ich bin ja heute hier als Landrat, aber auch als Vorsitzender des Regionalen Tourismusverbandes Saale-Unstrut. Und da sind wir natürlich sehr gespannt auf das Objekt, was hier entsteht. Das wird eine große Bereicherung auch für die touristischen Gäste sein. Das Thema Schlachtfeldarchäologie hier in Lützen und an anderen Standorten im Landkreis. Wir haben ja auch die Schlacht von 1806, Jena-Auerstedt und die entsprechenden Orte dazu. Das könnte man gut für Interessenten miteinander verknüpfen. Und ich wünsche uns allen, dass es gelingt, nach Lützen und an die anderen Orte mit diesem Projekt viel mehr Gäste aus ganz Mitteldeutschland und darüber hinaus zu gewinnen. Wir sind die Grüne Schwedische Brigade, die tatsächlich Schlacht bei Lützen 1632 hier gegen die Windmühlenbatterie der Kaiserlichen gestanden hat und schwere Verluste hat. Aha. Und seid ihr nur auf so eine Veranstaltung oder seid ihr noch woanders da unterwegs? Wir sind, wenn Corona es gestattet, mit ca. 15 Veranstaltungen im Jahr unterwegs, von kleinsten Treffen mit 10, 20 Leuten bis zu Großveranstaltungen in den Niederlanden mit 1600 Personen. Mhm. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es als Verein seit 2010. Ja. Als Verein oder Interessengemeinschaft? Ja, Interessengemeinschaft, ja, nicht eingetragener Verein. Nicht eingetragener Verein. Wir sind als Interessengemeinschaft ein Konglomerat aus verschiedenen anderen Vereinen aus Süddeutschland, aus Tschechien, aus den Niederlanden. Also wir sind eigentlich eine international agierende Vereinigung der Interessierten an der Zeit des 30-Jährigen Krieges. Hm.